Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Gameplay von God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer. Ich bin von Löhr, Gameplays als Hobby und wir versuchen es jetzt mal mit diesem Nebel. Da bin ich mal gespannt, wie weit wir kommen. Da ist noch einer. Okay, das war's wohl schon. Geprägtes Wappen der Konzentration. Und welchen Staub? Weltenrisse geschlossen, 14 von 18. Genau, das letzte, was unbekannt war, war der Weltenriss. Jetzt fehlt uns nur noch eine Wissensmarkierung. Ich würde jetzt einfach mal sagen, die Wissensmarkierung kriege ich oben auf dem Gipfel. Ich weiß es nicht. Also wir gehen jetzt nicht ganz hoch auf den Gipfel, wie gesagt, weil das hier ist unsere Story. Und die will ich eigentlich noch gar nicht fertig machen. Hier ist die Sonne. Nee, hier ist auch nichts. Kommt schon, ihr zwei. Das Schweigen ist ja unerträglich. Schon gut, wir sind bloß konzentriert. Ach, hier oben sind wir jetzt. Habe ich hier noch etwas vergessen? Kann ich hier wieder zurück? Tatsächlich. Auf den Gipfel kann eigentlich nichts sein. Wo sind wir hier überhaupt? Ach hier. Was glüht denn da? Kerzen. Wer hat denn hier Kerzen angemacht? Ach so, wollte gerade sagen, habe ich einen Frostarm oder sowas? Wo bin ich hier? Auf der Suche nach einer Wissensmarkierung. Hoffentlich gibt es hier dann irgendwie so ein Reiseportal. Ganz weg wieder zurück zu klettern und zu laufen wäre natürlich lästig. Ach, guck an, hier sind wir jetzt.
Das haben wir von irgendwo hier oben gesehen. Ja, sind wir wieder hier. Okay, da geht's aber nicht durch. Hier haben wir nichts zu machen. Schade. Okay. Und kein Portal natürlich. Das heißt, den ganzen Weg wieder zurückrennen. Ich habe generell die ganze Zeit kein Portal mehr gefunden. Sodass ich wieder zurückreisen könnte. Das heißt, wir müssen eventuell hoch auf den Gipfel. Dann gehen wir halt eben hoch auf den Gipfel. Kommt mein Sohnemann hinterher? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, ist mir das egal. Er ist ja ein Gott. Er wird schon hinterher kommen können. Okay, dann wollen wir mal. Keine Gegner? Du hast nichts. Mhm. Ja gut, die Sachen brauchen wir eigentlich nicht. Okay, rechts rum geht's ja wohl nicht mehr. Mein Leben ist voll. Dann machen wir mal ab nach oben. Jetzt sind wir gleich da. Endlich. Ah, oh, so etwas sollte niemand sehen müssen. Danke dafür. Junge, die Rune. Also ich muss ritzen. Gut, dann will ich nämlich erstmal hier gucken, ob ich hier auch noch etwas hatte, wo ich nichts machen konnte. Weil mir zum Beispiel noch die Feuerschwerter gefehlt haben, die Chaosklingen. Das Ding kann ich auch nicht mal mehr nutzen. Die Truhe haben wir schon. Wo geht's hier hin? Nirgends. Okay. Gibt nichts mehr zu tun, also machen wir jetzt das mit der Rune. Das Portal kann ich leider nicht benutzen. Ich muss wirklich erst die Rune hier einschnitzen anscheinend. Dann machen wir das mal. Ich ritze ja noch nicht mal was.
Geschafft! Ja, cool. Prächtig, nicht wahr? Ich erinnere mich. Bruder, Vorsicht! Oh, der schon wieder. Aua! Lauf, Junge! Über die Brücke! Nein! Ich bin auch ein Gott! Ich kann das! Lass ihn los! Walter, lass sie gehen! Nimm mich dafür! Ich tue, was immer du... Die ganze Zeit dachte ich, ich bräuchte dich! Aber du bist nutzlos! Offenbar ist der Junge der Schlaue. Ja, genau. Mach das Siegel kaputt. Trottel. Nein! Das Tor ist kaputt! Das war unser Weg nach Jürgenheim! Du dämlicher Hurensohn! Verschwinde, Junge. Ja, yeah, unbedingt, Kleiner. Lauf weg. Lass Papa die ganze Drecksarbeit tun. Lass los! Ruhig, Junge. Du bist noch nicht so weit. Ich bin bereit. Okay. Und ich dachte, meine Familie wäre total verkorkst. Dein Vater hat recht, Junge. Du bist längst nicht so weit. Wärst du jetzt so nett und hältst das für mich? Danke. Atreus! Oh. Okay. Weißt du nicht, wann es genug ist? Der hat aber ein schönes Gefährt. Bleib weg von meinem Sohn! Haben wir ein bisschen drauf. Schnauze! Warum sterbt ihr nicht? Ich kenn's ja schon von meiner Freundin, von daher weiß ich, was ich zu drücken hab. Entschuldigung. Nichtsdestotrotz ist es geil. Haut drauf wie nichts. Es hört einfach nicht auf. Wo kommt der denn schon wieder her? Aua! Der arme Drache. Achso, ich muss hoch. Als ob so ein Schild so ein Aufprall abfedert, ey. Ich renne gerade nicht, das macht er selbst. Er hat die Brücke aktiviert.
Nee, ich habe dich etwas gefragt. Zu spät. Das Ziel ist bestimmt. Und wenn sich die Brücke öffnet, wird dich Asgard mit all seiner Kraft überrollen. Ja, nach Asgard will ich eigentlich auch mal. Es ist vorbei. Wirklich? So sei es. Baldur! Nein! Hör mir zu! Lass mich helfen! Lass sofort los, oder ich töte ihn. Du weißt dich meines Herzens. Was hast du getan? Junge! Und wird immer noch geprügelt. Junge. Ich bin hier. Beweg dich nicht. Du hörst mir jetzt zu und sagst kein Wort. Ich bin dein Vater und du, Junge, bist nicht du selbst. Du bist hitzköpfig. Du bist frech, ungehorsam und außer Kontrolle. Das dulde ich nicht. Du ehrst deine Mutter und wirst diesen Pfad umgehend verlassen. Es ist nicht zu spät. Dieses Gespräch ist nicht vorbei. Wir sind nur deinetwegen hier, Junge. Vergiss das niemals. Solange deine Füße unter meinem Tisch sind. Abgeschlossen, Gipfel zurückkehren. Trophäe erhalten, zweite Runde. Aus Helheim fliehen. Was mache ich überhaupt in Helheim? Oh, eine Truhe. Kürenkraft. Okay. Und was bringt mir die Kraft? Oh, guck mal an. Eins von drei Siegeln. Gut, mehr ist hier ja wohl nicht. Hier können wir klettern. Wir sind also wieder in Hehl. Nicht nur Hehl, der schlimmste Teil von Hehl überhaupt. Ich sehe ein Boot. Bring uns hin. Es bringt uns nur halb bis zu Tyrs Tempel, aber zumindest bringt es uns weit weg von hier. Seit 1000 Lebzeiten hält der Brückenwächter schon die Lebenden von hier fern, aber jetzt, wo du ihm das Herz rausgerissen hast, sind wir hier. Schon komisch, denn auf der Ding. Junge. Das war nicht ich. Hier ist die Truhe. Schon ein relativ trostloser Ort hier. Nee.
okay. Alter, was ist denn hier hinter mir los? Hau ab! So, bin sogar fast tot, ey. Unfassbar. Bestiarium aktualisiert. Heel Schattenspeer. Ja gut, die Dinger kennen wir ja schon. Interessiert uns eh nicht. Wir achten darauf eh nicht. Das war ich. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Wende dich ab, Junge. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Kann nicht sein. Das war ich nicht. Denke jetzt nicht daran. Nicht hier. Ja. Wir müssen weiter. Ja. Kopf, was war das? Nicht nur die Alten und Kranken kommen nach Helheim, auch Verbrecher. Hel darf keinen Unterschied machen zwischen uns und jenen, denen diese Visionen Qual sein sollen. Wie beenden wir es? Indem wir Hel verlassen. So schnell wie möglich. Ich lasse mich nicht davon quälen. Wie du gesagt hast, Mimir, es war nur ein Trugbild. Das war nicht ich. Nein. Aber es zeigt, wer du neuerdings geworden bist. Hör zu, ich weiß, ich habe uns das eingeschlossen. Ich bin jetzt auch wieder raus. Wer immer ich bin. Ich bringe uns hier raus. Du tust, was man dir sagt. Vielleicht ist das nicht, wer ich bin. Das sollte es aber sein. Jetzt lenk mich nicht weiter ab. So, Leben wieder fast voll. Ich will ja nicht hetzen, aber schneller. Ich muss nachdenken. So, jetzt bleibt das Schloss offen und ich brauch nur noch das da. Na ja, super. Wow. Heilen wir uns mal. Chaosflamme, hey! Bestiarium aktualisiert. Die Untotenspringer sind aggressiver als normale. Fernangriffe sind schwierig, weil er genau auf uns zurennt. Mhm. Tschüss.
So, da hinten haben wir eine Truhe, die wollen wir uns natürlich auch holen. Wir wollen, bleibt natürlich alles dabei, ne, dass wir uns holen wollen, was immer wir wollen. Mich würde es echt mal interessieren, was diese Valkyrenkraft mir bringt. Gib mir Leben. Sehr schön. Dass er denn keine Ohrfeige gibt dafür, dass er mich abgeschossen hat mit einem Elektrofeil, ey. Warte, ich glaube, ich sehe Baldur davon. Ich sehe ihn auch. Er darf uns nicht sehen. Hör zu! Du hattest kein Recht. Ich hatte jedes Recht. Ich bin deine Mutter. Du hattest kein Recht. Ich schmecke nichts. Ich rieche nichts. Ich fühle nicht mal die Temperatur in diesem Raum. Essen, Trinken, Frauen, alles ist vor. Aber du wirst niemals wieder Schmerz verspüren müssen. Der Tod hat jetzt keinerlei Macht über dich. Würdest du lieber sterben? Als nie wieder zu fühlen? Ja. Ja. Ja, ich würde lieber sterben. Ja. Befreie mich davon. Ich kann nicht. Bitte. Bitte. Bitte, befreie mich. So funktioniert das nicht. Bitte. Sohn, glaub mir, irgendwann dankst du mir. Du wirst mir... Komm schon! Ich verspreche es. Glaub mir, ich weiß wie. Tu es! Tu es! Komm schon! Tja! So, so, Freya ist die Mutter. Ich will halt wissen, was da noch so passiert. Ich glaube, an sich kann er einen auch leid tun. Wie gesagt, er kann einem schon leid tun, irgendwie. Überhaupt nichts mehr fühlen. Er ist seine Mutter. Warum hast du uns das vorenthalten, Kopf? Würdest du glauben, dass es mir entfallen war? Sicher nicht. Na, dann weiß ich's auch nicht. Ich habe gewiss keinen Grund, so etwas zu verheimlichen. Da ist das Boot.
Wir kommen darauf zurück. Bald. So, wir sind bei einer halben Stunde angekommen. Wir holen uns jetzt auch die Truhe, die wir eben gerade beim Klettern gesehen haben. Und dann war es das für heute. Dann muss ich mich Bett fertig machen, ich muss wieder früh aufstehen. Okay, so früh auch wieder nicht. Jetzt haben wir 11 und 5 klingelt da mein Wecker. Das sind jetzt noch 6 Stunden. Dass ich wenigstens 5 Stunden schlafen kann. Ja, dann speichere ich mal. Na, ich werde sowieso gerade müde. Okay. Dreieck speichern. Bestätigen. Sehr schön. Okay. Also, wie gesagt, dann war es das für heute. Mit der Aufnahmesession heute Nacht geht es auf jeden Fall weiter, denn ich muss die Nacht versuchen durchzuhalten, weil ich übernächste Nacht auch wieder Nachtschicht habe und so kann ich mich schon mal an die Nachtschicht gewöhnen. Während meine Freundin nämlich auch schon Nachtschicht arbeitet, so habe ich dann, wie gesagt, die ganze Nacht Zeit zum Zocken. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir das Spiel dann durch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder wir finden zumindest mal die Königin schon mal und können schon mal versuchen, gegen sie anzutreten. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ihr hoffentlich auch, denke ich mal. Keine Ahnung. Falls es euch gefallen hat, dürft ihr gerne ein Däumchen nach oben geben. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das natürlich auch gerne noch tun. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Teil. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der Kanalseite und mit meinen anderen Let's Plays eventuell auch. Und wie gesagt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Das war God of War. Auf Herausforderung bzw. auf Schwer. Mit von Löher Gameplays als Hobby. Und tschüss.